Herzlich willkommen bei Eumeli LP zu einem neuen Part von Sims 2 der dritten Staffel. Und ich wünsche euch natürlich allen einen wunderschönen zweiten Weihnachtsfeiertag. Hoffe, ihr hattet gestern schon einen schönen Tag. Und ja, was haben wir denn gestern hier erlebt? Wir hatten Samira und Anna zu Besuch. Das war wunderschön. Tyson hat ein bisschen mit Anna gequatscht. Mario war hauptsächlich damit beschäftigt, hier sein Reden zu üben, seinen Hamburger zuzubereiten und hat sich soweit einfach gut gehen lassen. Samira und Lena haben ein bisschen miteinander gequatscht, wobei Samira gleich wieder um 18 Uhr losgegangen ist. Ich lasse ihn mal einsteigen hier. Ja, als Tyson dann eigentlich soweit war, um eben mit Anna auch ein paar Sachen zu besprechen, saß sie hier, hat noch, weil es ja kalt ist und Winter, ne, haben wir den Kamin angemacht, dann hat sie sich da hingesetzt, hat das Feuer genossen, welches später auch ausgebrochen ist. Also der Kamin hat mal wieder gebrannt und hier auch eine Zeitung, die da vorlag. Ich weiß nicht, wie die da hingekommen ist, aber gut, die hat auch gebrannt. Der Feuerwehr musste anrücken und hat das Ganze gelöscht. Wir haben aber dafür jetzt auch eine Heizung hier stehen. Meine erste und bisher einzigste Heizung. Ja, da hat mich auch Simon drauf aufmerksam gemacht, was ich denn davon halte. Und ja, mal gucken, ob sich die hier noch verbreiten wird oder ob wir sie, ja, mal sehen. Was ist los? Asterix? Was jaulst denn du? Was ist denn los? Warte mal. Ich hab dich zwar zum Entspannen hingelegt, aber du bist ja nicht müde und nix. Was hast du denn? Was ist los, Asterix? Was hast du denn? Komm, lass dich mal lieb haben. Können wir irgendwas machen? Kauspielzeug benutzen, nach draußen gehen, Geschäft verrichten. Du kannst nicht viel, ne? Merke ich gerade mal. Wir haben gar nicht so viel mit euch gelernt, wie ich eigentlich dachte. Das ist ein bisschen doof irgendwie. Warte mal, wie alt seid ihr überhaupt? Da muss ich auch mal nachgucken. Ach, hey, jeder fällt mir ein. Stimmt, wir haben auch die Alterung noch nicht an. Moment, wie alt ist jetzt unsere Maus hier? Die hat noch 7 Tage vor. Ja gut, okay. Ein Tag länger als Samira. Altern an. So, da. Ach, juhu, das hatte ich ja ganz vergessen. Okay, dann komm mal her, dann hab ihn mal lieb und vielleicht können wir ihm ja mal ein Kommando beibringen. Das wäre doch ganz nett, so ein bisschen Pfötchen geben vielleicht. So, was würdest du denn davon halten, ne? Guter Hund. Musst du eigentlich morgen arbeiten und wenn ja, wann, was? Okay, um 9 Uhr, Klinikleiter, ja. Okay. Hast du irgendwelche? Nee, hast du nicht, okay. Ja, komm, dann lass uns mal ein bisschen üben. Wir üben, wie ein Hund Pfötchen gibt. Ja, guck, so geht das. Schön die Pfote heben und schütteln lassen. Gibst du mir deine Pfote? Oh, bitte, gib Pfötchen. Asterix, nicht so. Ach, guckt euch diese Augen an, wie er so blinzelt, so ganz treu und lieb und denkt, was will der Mensch von mir? Warum soll ich meine Pfote hochheben, nur weil der das sagt? Wie bekloppt ist denn das? Ich stehe doch normal nicht auf 3 Beinen. Warum? Wozu soll das gut sein? Ich bin ein Hund und kein Mensch. Was willst du von mir? übrigens, du Mensch, du, würdest du mal merken, dass da hinten so ein stinkendes Körbchen ist, das könnte mal geputzt werden. Ja, ja. Das wäre noch viel besser als dieser Schwachsinn mit dem Pfötchen geben. Oh. Ja, ich gebe dir auch meine Pfote, wenn es denn sein muss. Aber dafür machst du das Körbchen da sauber, oder? Ja, ja, das fände ich auch ganz toll. Gehen wir dann auch Gassi? Ja, Gassi gehen wäre auch mal schön. Überhaupt ein bisschen Bewegung wäre nett. Naja, dann gebe ich dir halt die Pfote. Oh Gott. Ja, also, ja. Wie weit sind wir denn? So langsam wären wir müde. Wir könnten auch wirklich noch ein bisschen Gassi gehen zusammen. Oder kannst du jetzt schon schlafen? Zeig mal, er könnte. Ja gut, okay. Dann haben wir mal angefangen damit. Ist okay, dann hab ihn noch mal lieb. Gib ihm noch ein Leckerli. Und kraul ihm noch mal den Bauch.
putz das mal sauber Think und dann that? würde ich sagen, gehen wir Doctor, alle noch mal that's ins Bett. sure. Es ist ja immerhin mitten in der Nacht, du musst nachher auch arbeiten. Ich will es jetzt nicht übertreiben, ja? Also. So. Dann geh mal und kümmere dich hier drum und da drum. Und schlafen. So. Oh, da ist noch ein Körbchen zum Putzen. Kann ich ja gerade wieder alles wegmachen. Halt hier. So, das Körbchen bitte auch säubern. Und dann. Ach komm, egal. Ich sollte nicht immer so unbedingt auf alles beharren. Hier. Schlafen. Zack. Ja, wow, ich weiß. Aber ist doch schön. Ich habe da gar nicht mehr dran gedacht. Wir können unseren Tieren ja auch noch ein bisschen was beibringen, ne? Ist ja nun nicht so, als könnten die nichts mehr lernen. So, haben wir denn überhaupt was zu futtern für die Tiere? Gut, da steht was. Das ist wichtig. Nicht, dass die wieder da sitzen und nichts haben. Ach, guck doch mal. Es sind einfach so goldig, die beiden. Voll süß. Können wir da noch mal loben für? Sauberkeit, ja. Das können wir auf jeden Fall loben. Das machst du ganz toll, Rußenpfote, wie du dich immer putzt. Dass man dich nicht baden muss, ist echt ein Vorteil. So, und dann geht der Mann auch endlich schlafen. Wie geht's denn unserer Lena in ihrem neuen Zimmerchen da oben? Ach gut, ne? Alles schön, oder? Ich find's toll. Ich find's wirklich schön. Ich find's auch gut, dass es so ein schönes, großes Zimmer ist, dass ihr Bruder die gleiche Größe an Zimmer bekommt, dass da kein Neid entstehen kann und so und Missgunst und keine Ahnung was noch. Da finde ich eigentlich gut. So, Tyson könnte fast schon wieder aufwachen. Ah, das wäre eine Überlegung, aber nee, wir warten mal noch. Ich guck mal, es müsste eigentlich. Ach nee, es müsste nicht speichern. Wir haben, spulen meine ich. Wir haben ja Tiere. Ich vergesse das immer, dass wenn man Tiere hat und die wach sind, hier nicht gespult wird. So, pass mal auf. Moment. Und haben wir schon wieder schneefrei? Nee, 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 nee. Nicht schon wieder schneefrei, oder? So, du machst bitte dein Bett. Dann willst du auch wieder eine 1 plus bekommen, ja? Gucken wir mal. Bett machen. Spaß haben ist auch noch eine Sache, die du haben kannst. Hausaufgaben hast du keine im Moment, weil ja, da war ja nichts, ne? Gut, dann darfst du einfach mal ein bisschen Spaß haben. Deine Mama muss aufstehen. Ganz dringend, jawohl. Und die darf sich auch mal hier kümmern, säubern, benutzen, säubern und duschen. Och, und unsere Rußpfote müssten wir eigentlich loben für Möbel nicht zerkratzen. Das wäre sogar sinnvoll, wenn wir sie loben, bevor wir uns putzen. Ah, willst du auf Toilette gehen oder was hast du vor, Rußpfote? Vielleicht sollte ich wirklich das Klo noch bei denen drüben reinstellen. Das wäre sinnvoll. Da müsste Rußpfote nicht immer hier reinkommen. Nee, 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 warte mal, warte mal. Ich hab da. Ich will dich trotzdem dafür loben. Nicht wieder abhauen. So, ich komm schon. Bin schon unterwegs, quasi. Die alte Omi ist ja kein D-Zug und eine schwangere Omi schon grad gar nicht, ne? Warum schreit denn Lena so? So, säubern, duschen. Ja. Ach so. Ja, wir spielen hier erstmal schön, ne? Oh, gut. Alles bestens. Ja, fein. Wie sieht's denn bei dir eigentlich mit den ganzen Sachen? Schon wieder schneefrei. Nee, Leute, jetzt geht's aber los, oder? Jetzt guckt's euch an, die hat schon wieder schneefrei. Also diese Privatschule ist 1A, ne? Man braucht nur ein bisschen Schnee haben und dann kriegen die Kinder schneefrei. Oder die haben auch gerade in Sims Corona und es ist eh Ausgangssperre und Schule geschlossen und all sowas. Aber ich glaube, sie ist wieder die Einzige. Samira hat mit Sicherheit nicht schneefrei. Ja, cool. Dann jubel mal schnell. Och, ja, fein. Dann kannst du ja wieder den ganzen Tag daheim hocken. Dann müssen wir mal gucken, was wir mit dir anstellen. Ja. Und nochmal schneefrei. Ist das cool. Du musst mal kochen lernen, Mädel. Und Sauberkeit wäre auch mal was Feines. Ja. Aber vorher hier, lernen. Nee, lernen. Lebenslange Zufriedenheit. Kannst du bitte weiter lernen? Ja, da musst du dich nicht auf. Ich weiß nicht, warum sie sich so gern auf ihr Bett setzt und da entspannt. Ich meine, ich find's ja toll, aber. Ja. Na gut.
Warum nicht? So, der gute Mario muss gleich in einer Stunde los. Ja, ach Gott, das ist gar kein Ding. Du könntest mal, nee, nicht entspannen, Quatsch. Du kannst mal aufwachen hier und zieh dich bitte mal an. Und dann registriere doch bitte endlich mal, dass deine Frau schwanger ist. Das wär's mal hier. Die sitzt da hinter dem Vorhang, also steht. Aha, da kommt sie. Dann kann man ja mal mit ihr reden. Mädel, hast du zugenommen? Oder ist das Essen so lecker? Habe so gut gekocht die ganze Zeit? Oder ist das Nachwirkung aus dem Urlaub? Oder was hast du da für ein komisches Bäuchlein? Hm? Was ist denn los? Madame, ich stelle fest, du bist ein bisschen korpulent geworden. Ja, ja. Halt, nee, 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 nee. Nein, 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 nein. Bitte, erstmal hier Baby beachten. Mit Bauch reden und Bauch streicheln. Das ist wichtig und dann darfst du auf Arbeit. Nicht vorher. Ach, du bist gar nicht nur vom guten Essen irgendwie. Aha, okay. Oh, die arme Katze muss jetzt hier Pipi machen und Kaki machen, während sich die zwei da unterhalten. Ja, hallo, ich werde Papa. Oh, ist das schön. Ja, hallo. Da freue ich mich, aber was wird's denn? Wissen wir's schon? Nee, wir waren noch nicht beim Frauenarzt. Wir haben noch keinen Ultraschall gemacht. Ich bin ja gerade erstmal in Woche, frag mich nicht. Okay, gut. Dann darfst du jetzt glücklich und wohlwissend, aha, mit der Limo auf die Arbeit fahren und erstmal all deinen Kollegen erzählen, ich wäre wieder Papa. Mhm. Während unsere liebe Tyson erstmal guckt, was will sie denn mit den Tieren? Ah, spielen. Und da auch spielen, ja. Das ist eine gute Idee mit der Spielerei. Aber du musst leider Gottes erstmal nur die Betten machen und was essen. Essen ist wichtig. Wie sieht's da aus? Essen ist auch für die Tiere wichtig. Ja, das müssen wir machen. So. Also dann, viel Spaß auf Arbeit. Auf jeden Fall, Mario hat mitgekriegt, dass Tyson schwanger ist. So, und du lernst hier ganz gemütlich vor dich hin. Ja, das ist wunderbar. Ist ja auch mal schön, wenn man sich um nichts kümmern muss bei dem Kind. Ha, ja. Man hätte ja auch mal gleich mal gucken können, ob Samira telefonisch erreichbar ist. Aber wie gesagt, ich gehe davon aus, dass Samira in die Schule musste. Die öffentlichen Schulen schließen nicht so schnell. Nur wegen so ein bisschen Schnee. Hm. Naja. Hm. Die Privaten, die können sich das leisten, auch mal zuzumachen und die Kinder daheim zu lassen, ne? Und zu sagen, ey, dann genießt halt mal den Schnee und lasst es euch gut gehen, ne? Während andere Kinder um die Jahreszeiten in die Schule und büffeln müssen. Ja. So ist das. Hm? Jo, und du hast jetzt auch einiges zu tun. Ja, ja. Mit deinem Watschelschritt. so, was haben wir denn da? Da sind noch Pfannkuchen. Guck, was ist das? Ich weiß nicht. Sieht auch nach irgendwas aus, was man jetzt essen könnte. Was hast du da? Ja, habe ich mir doch gedacht. Ihr heißgeliebter Grillkäse. Nee, Hawaii-Toast. Aber, oder Grillkäse. Irgend sowas ist es. Auf jeden Fall kann man das ruhig auch mal zum Frühstück essen. So als Schwangere hat man ja auch Gelüste, ne? Naja. Hast auch Gürkchen drauf, saure und so. Ja, ja, ja. Die Frau, die macht sich nur lustig über mich. Ja, stimmt. So ist das. Ich mache mich immer lustig drüber, was meine Sims so tun. Warum hast du jetzt neue Wünsche gekriegt? Eben wolltest du noch mit den Katzen spielen und mit Asterix. Jetzt willst du was? Rollschuh laufen. Spinnst du? Wenn du hinfällst, das könnte böse enden. Huch, was ist jetzt kaputt? Moment, was ist wo Sache? Ah, wir kriegen Post, okay. Wir kriegen einfach nur Post, alles klar. Kein Problem, das ist in Ordnung. Gut. Also sie will Rollschuh laufen, jemand überreden, Essen zu servieren. Asterix hast es auch erst jetzt gemerkt, eine Skulptur will sie kaufen und ein Gemälde. Jo, Mindestpreis 4.500, ihr habt sie doch nicht mehr alle, ey. Ja. Na, hat's geschmeckt? Dann darfst du aufräumen. So. Und dann gehst du wirklich mal hin und lernst Erziehung, meine Süße. Damit du auch irgendwas lernst. Nicht nur deine Tochter da oben hier, ne?
Die hat's fast. Guckt mal, die ist ganz fleißig, unsere Lena. Die ist so fleißig, die lernt und lernt und lernt. Und das Bäuchlein ist gewachsen. Jo, fein. Hast du gut gemacht, meine Süße. Ich muss mal speichern. Wie viel Bauch ist das? Zweites Trimester, ne? Ich speichere trotzdem schon mal. Nee, es passt zwar jetzt nicht ganz, aber egal. Ich habe ja gesagt, wir wollen diesmal einen Jungen haben. Das heißt, ich werde, gerade wenn es dann nochmal gewachsen ist, oft speichern, damit ich wirklich sicher sein kann, wenn die Geburt beginnt und wir dann keinen Jungen kriegen, dass ich nicht so weit hinten nachspielen muss, sondern möglichst direkt einfach nochmal neu starte und gut ist, ne? Ja. Und da freut sie sich. Guck doch mal, wie sie grinst. Sie ist total happy mit sich und ihrem Dings. So, habe ich gesagt, Buch lesen, hast du jetzt den Teller weggeschmissen oder wo hast du den hin? Hast du überhaupt aufgeräumt? Habe ich nicht auf sie geachtet. Der Teller liegt jedenfalls nicht mehr da. Das könntest du dann auch noch abspülen, bitte. Und ja, mit den Tieren willst du ja gar nicht mehr spielen. Wobei, wie geht's denen denn? Oh, da hat jemand Hunger, Harndrang und müsste auch mal geputzt werden. Also gut, dann machen wir das so. Du räumst auf und dann lernst du bitte Erziehung erstmal. So. Und nachher, wenn Asterix dann gefuttert hat und aufgegessen hat und Pipi gemacht hat, dann gucken wir mal, dass wir ihn baden gehen. Ne? So. Du hast es auch gleich geschafft. Das ist wunderbar. Ja, das Leben ist wie ein Fluss. Genau. Und dann kannst du es weglegen. Leg es erstmal weg. Ach ja, dann kannst du dir mal bitte was anziehen. Und du könntest auch mal mit den Tieren was machen. Oder du kannst, nee, du wolltest ja telefonieren, genau. Ruf doch mal an und hör mal nach, ob Samira zufällig auch frei hat. Ansonsten kannst du ja vielleicht mit Anna ein bisschen plaudern. Du willst dich ja immer noch mit der anfreunden. Wäre ja eine Idee, ne? Wir gucken mal, wo ist unsere Samira hier vorne? Nein, Samira ist in der Schule, du Faulpelz. Wir sind in der Schule. So, was haben wir denn da? Mario wird von seiner Assistentin darüber informiert, dass er im dritten Stock von einem Assistenzarzt erwartet wird. Der mit ihm über die neue Entwurmungstechnologie sprechen möchte. Entwurmen kenne ich ja nur beim Tierarzt, nicht beim Allgemeinmediziner. Aber gut, okay. Über die Mario gestern in einem Meeting referiert hat. Okay. Soll Mario seine Assistentin beauftragen, den Assistenzarzt mit müden Worten wegzuschicken? Oder soll er sich zu einem kurzen Treffen herablassen? Wir treffen den Assistenzarzt. Was heißt da herablassen? Also ich meine, ne, kollegialer Umgang und so weiter. Mario lässt den Assistenzarzt absichtlich 20 Minuten warten. Och, wie gemein ist denn das? Und macht sich dann auf den Weg in den dritten Stock. Dort angekommen, legt ihm der Assistenzarzt einen Fehler in der neuen Entwurmungstechnologie dar. Und Mario muss staunend feststellen, dass der Assistenzarzt recht hat. Mario macht sich für die Beförderung des Assistenzarztes stark, verschiebt den ersten Entwurmungstermin und verbringt den Rest des Tages damit, seine Truthahn-Brattechnik zu verfeinern, was ihm drei Kochpunkte einbringt. Na, das Ding hatte ich aber auch noch nie, Leute. Das hatte ich auch noch nie. Also ehrlich, was es alles gibt. Ich muss wirklich sagen, die Entwickler haben sich damals mit diesen Meldungen echt Mühe gegeben. Die haben sich da echt noch was bei gedacht und überlegt, was man da so machen kann. Und ich finde es einfach nur genial. Echt, Leute. Ich finde es einfach nur genial. So, jetzt sitzt du da, genießt es schön und auch ohne Feuer, ne? Ich glaube, warum das hier immer so gerne brennt. Ah, wir haben Holzboden. Das ist natürlich saugefährlich. Eigentlich müssten wir hier einen Steinboden hinmachen. Dann haben wir natürlich auch noch hier diesen wunderhübschen Teppich. Der frisst Feuer wie sonst was. Und ja, ne? Dann lag ja auch noch eine Zeitung da. Ja, wir wissen schon, warum hier ein Feuermelder ist, ne? So ist das. So, Rußpfote ist am Futtern. Jawohl. Und Asterix trabt hier durch die Gegend. Na, warst du schon draußen oder gehst du jetzt? Er geht gerade raus. Das ist gut. Wie weit musst du noch lernen? Ach Gott, das dauert aber noch.
Mal, habt ihr eigentlich Punkte gekriegt? Ich habe schon wieder nicht geguckt. Nee, das sieht nicht. Nee, alles gut. Hier ist alles gut. Du hast was zum Verteilen. Guck mal da. Oh ja, hallo. Bei dir können wir verteilen. Ich weiß zwar nicht, wozu das gut ist, aber na gut. Prima, bei ihr können wir verteilen. Bei dir? Bei dir gibt's auch was zum Verteilen. Ja, stimmt. Ja, hier, genau. Was hatte ich denn da noch im Kopf? Spaß und als Nebenlaufbahn? Was wollte ich denn dem Mario für eine Nebenlaufbahn geben? Gut, in Anbetracht dessen, dass wir schon wieder ein Kind kriegen, könnte man ihm zum Beispiel Familie geben? Hat denn Tyson eine Nebenlaufbahn? Jetzt muss ich mal gucken. Ja, sie hat schon Familie. Okay, bei ihr hatte ich das gemacht. Und bei Mario wollte ich dann was machen? Ruf eventuell noch. Genau, ich glaube, da war Ruf das nächste, was ich ihm geben wollte. Spaß mit Ruf gepaart. Könnte man machen, ne? Weil noch einer, der auf Familie steht, klar, wäre eine Möglichkeit, aber nee. Einmal was anderes. Was? Romantik will ich jetzt nicht. Der hat schon den Wunsch nach 50.000 Dates. Nee, danke. Aber Ruf finde ich eigentlich auch ganz okay. Ja, komm, das machen wir mal. Den nehmen wir. So, pack, pack, pack. Bumm, fertig. Alli hopp. Haben wir das auch gemacht. Hehe. Fein. Sehr schön. Und du lernst schön, ne? So, und ihr seid da oben. Und wir erzählen was von Marsmenschen und Astronauten und keine Ahnung was. So, jetzt brauchst du mal ein bisschen Spaß. Ich habe gesagt, du solltest kochen lernen, ne? Da war doch was. Komm mal runter. Wir haben ja hier so einen wunderhübschen Fernseher. Den darfst du mal benutzen. Und ich finde, ein Mädel, sollte. Ne, eigentlich ist das blöd gesagt. Ein Mädel. Ein Mensch sollte kochen lernen, egal welchem Geschlecht es. Kochen ist wichtig, das sorgt fürs Überleben, ne? Wissen wir alle. Wenn man nicht kochen kann, dann kriegt man nur geschimpft. Du kannst nicht kochen. Es schmeckt nicht, du kannst nicht kochen. Lern kochen. Ja. Und wenn du mal irgendwann ausziehst und alleine lebst, ne? Ist es gut, wenn du dich versorgen kannst. So, also, setz dich hin. Klubschieß auf und Schlemmer-TV angeschaltet und dann wird gelernt. Das macht ein bisschen Spaß und das sollte auch, wie gesagt, helfen. Und bei dir geht das ja jetzt so schnell. Es ist ja im Minutentakt dürfte das hier gehen. Guck mal, sie überholt ihre Mama mit dem Dingsbums da überm Kopf. Ja, nee. Tyson kann das. Quatsch, Lena. So, Lena möchte das. Oh, guck mal, auch Asterix möchte auch kochen lernen. Oder guckt sich lieber an, was es da Leckeres zu futtern gibt, ne? Ja, das ist auch für einen Hund mega interessant. Komm mal her, du. Warte mal, da fällt mir ein, wir hatten ja bei dir angefangen mit dem. Ihm geht's gut, mal von der Hygiene abgesehen. Du kannst den nicht baden, ne? Du kannst den Hund nicht baden. Nee, das geht nicht. Okay, aber du kannst mal hier ausmachen und dann kannst du mal mit dem Hund lieb sein. Ja, friedlich Fernsehen, ey, das ist so geil. Und warum streicheln? Warum? Wie gut kennst du Asterix? Hilfe! Oh Gott, da müssen wir aber dran arbeiten. Das geht nicht. Ihr kennt euch nur so schlecht. Ja, dann aber mal ganz schnell jetzt. Hallo. So geht's aber nicht. Spielen. Stöckchen holen? Nee, das machen wir wenn später. Ich will dir das Kommando Pfötchen geben beibringen weiter. Da könntet ihr euch auch mit anfreunden, glaube ich. Du brauchst ja ewig, bis du da Erziehung gelernt hast, mein Gott. Wo ist denn dein. Ja, gut, die Dinger sind weg, die. Ich lerne schneller Dinger. Oh Gott, sie wird schon wieder müde und alles. Hilfe, Hilfe. Wie alt bist du eigentlich? Oh Gott, 11 Tage nur noch. Ich hätte vielleicht die Alterung auslassen sollen, bis das Baby da ist. Egal. Jesus, Mineses. Okay, was sagt die Uhrzeit? Oh, ja, wir müssen langsam auch wieder Pause machen. So, drück, drück. Wir bleiben mal auf dieser lieben Frau, die da so schön Erziehung lernt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, euch hat der Part gefallen und wir sehen uns dann im nächsten wieder. Bis dahin, macht es gut. Tschüss.